Was kriegt denn er an? Wir können ihm so eine Militärhose anziehen. Da gibt es relativ viele verschiedene Kleider. Füße ziehen wir mal. Moment. Sollte auch farblich dazu passen. Das passt doch. Oberteil. Da hat es eine Riesenauswahl. Na komm schon, gib was Gescheites. Kurzärmlich? Auch eine Idee. Ich meine, der sitzt eh den ganzen Tag nur in seinem Gelbart rum. Das nehmen wir mal. So, mittlere Schicht. Okay. Sieht eher gay aus. Sowas hätte auch was. Müssen wir eine andere Hose nehmen. So, dazu noch eine hellere Hose, dann läuft die Sache. Unterteil. Die Sache passt doch schon gleich viel besser. Und kriegt auch eine Brille auf. Nee, sieht scheiße aus. Sieht nicht besser aus. Ja. Sieht voll so nach Pornobrille aus. Kriegt keine Brille. So, und damit wären wir soweit auch durch. Weiter. Muss noch ein Profilbild aufnehmen. Was wird angezeigt, wenn man es uns sieht? Kannst du mal posen. Wir nehmen, glaube ich, die. Dann schaut er noch ein bisschen. So, Kopf noch ein bisschen schräg legen. Und Hintergründe. Ich habe keinen gescheiten, gibt es richtig geile auch. Nicht so Metallwände. Sieht aus, als wäre man im Knast. Ja, genau. Machen Kaldari-Piloten vor einem Amar-Hintergrund. Oder vom Galente-Hintergrund oder Minmatar oder Kaldari-Hintergrund. Das ist immer ein bisschen komisch. Problem ist, bei vielen Hintergründen sieht es nachher sehr, sehr komisch aus. Wenn man sie im Ding sieht. Nein, das sieht nicht. Alter, das Blinzeln macht einen, irritiert einen voll. Ist schon eine ganze Weile her, als ich das letzte Mal einen Account erstellt habe. Ja, also, was man dazu sagen will, wenn jemand von euch Zuschauern anfangen möchte mit EVE Online. Dann einfach mal anschreiben bei uns. Ich schicke euch deine E-Mail oder ich schicke euren YouTube-Fach einen Link. Dann könnt ihr draufklicken, dann bekommt ihr einen 21 Tage kostenlosen Test-Account. Ja, EVE Online muss man für zahlen. Finde ich ein bisschen schade, eigentlich hält auch die Spielqualität relativ hoch. Ist zwar ein Amar-Hintergrund, aber lassen wir mal. Und wie gesagt, bekommt ihr einen 21 Tage kostenlosen Test-Account, wo ihr alles antesten könnt und probieren, weil die normale Trial-Zeit dauert nur 14 Tage. Wie gesagt, wenn ihr praktisch schon jemand einen habt, der euch kennt, dann, wie gesagt, kriegt ihr eine bessere Trial-Zeit und kriegt ihr ein Startpaket oder sowas. So. Nehmen wir auf. Ja, genau, so ein dümmliches Grinsen. Gut, dann nehmen wir das. Weiter. Ausbildung. Abstammung. Söldner. Und State of War. Auf jeden Fall. Name. Ja. Wir haben noch 15 Minuten Zeit, weil jeden Tag wird der Server runtergefahren, um ihn zu warten.
Name, wie nennen wir ihn denn? Nennen wir ihn mal. Wie nennen wir ihn? Nennen wir ihn. Wir könnten jetzt mal für, sollte ich ihn jemals im PvP benutzen, könnten wir ihn ein bisschen anders benennen, dass er nicht sofort abgeschossen wird. Es gibt so ein paar Tricks dadurch, allerdings, zum Beispiel sind Namen mit A immer relativ scheiße, weil die stehen immer ganz oben auf der Liste. Und die erkennt man relativ fix. Z ist ebenso scheiße, steht nämlich ganz unten. Also nennen wir ihn mal. Wie nennen wir ihn? Gute Frage. Sir Drago. Nein, immer nicht. Sir. Sir Leopold Nahum Brainless. Sir Leopold Brainless. Verfügbarkeit prüfen, ist dabei und fertig. Jupp. In 13 Minuten wird der Server runtergefahren. Und wir sind gerade gespawnt. So, hier haben wir den Anfänger-Chat. Man kann hier alle Fenster bewegen. Man kann machen, was man will hier so. Man kann die größer, kleiner machen, wegmachen. Hier ist das Tutorial. Das werde ich komplett mit euch absolvieren, obwohl ich es mittlerweile gut kenne. Hier ist Karriere-Agentenverzeichnis öffnen. Das sind die ganzen Agenten, mit denen man anfangs Tutorials abschließen kann. Wirtschaft, Erkundung, Industrie, Militär, fortgeschrittenes Militär. Ich werde das Erkundungsding machen. Dann werde ich die Militär und das fortgeschrittenes Militär machen, weil von diesen drei Gruppen erhält man jeweils Schiffe. Hier bekommt man ein Transportschiff und hier irgendwas anderes. So, aber nicht jetzt. Ja, nicht erneut fragen. Das ist immer so ein Ding bei Eve, die spammen dich zu mit allem Möglichen. Hier hat man, ich zeige euch mal schnell, das ist die Pilotenquartier und wenn man keinen guten PC hat, dann wird es hier drin relativ laggen. Man kann nicht sprinten und ich habe momentan den Client auf Deutsch, da ich auch meinen zweiten Account auf Deutsch spiele. Ich kann ihn allerdings auch auf Englisch umschalten. Dann ja, hast du halt die Originaldinge und die Übersetzungen sind im Deutschen manchmal etwas verwirrend. Allerdings, ich komme drauf klar. So, hier wird später einmal unser Schiff stehen. Hier so. Momentan ist das hier unsere Kapsel. Das ist das Letzte, was uns übrig bleibt. Das ist das, was uns davon trennt, in den eisigen Weiten des Weltalls zu erfrieren. Das Ding ist mit Gel gefüllt. Da setzen wir uns rein, so komplett wie wir sind. Und, damit docken wir zum Beispiel auch in unserem Schiff an. Und das ist wie gesagt alles, was uns am Leben hilft. Hier sieht man, was das Station ist. Wie viele Leute auf der Station sind. 12 Leute sind hier auf der Station. Das sind die Agenten, die hier verfügbar sind. Aura, das ist die Tutorial-Tante hier. Büros macht später nur Sinn, wenn man eine Corporation hat. Also Corporation, das, was hier in anderen Spielen Gilden sind. Eventuell werden wir einer beitreten, ich weiß noch nicht genau. Allerdings, eventuell, wenn wir lange genug spielen, werde ich mit diesem Account der Corp beitreten, mit der ich meinem Ka Hauptcharakter drin bin. Ja. So, also würde ich sagen, lohnt sich's noch, in einer Viertelstunde anzufangen? Ich glaube es eher nicht. Wir haben hier unsere Charakterübersicht. Hier haben wir Skillpunkte. Alles, was wir haben, ist schon ein bisschen geskillt worden. Wir haben zum Beispiel Waffenkunde, Gunnery auf 2 und Small Hybrid Turret. Das ist für kleine Hybridwaffentürme. Je höher, es gibt also eine Maximallevelung von 5. Man kann jeden Skill auf 5 ziehen und dauert 20 Stunden, 41 Minuten, 50 Sekunden, um auf 4 zu leveln. Diese Zeit läuft weiter, auch wenn man offline ist.
Von daher ist das recht spannend und man kann, muss immer wieder ein Skill halt nachlegen, sonst läuft er leer und das ist verlorene Zeit. Kaldafrik hat man auch gleich auf 2, Spaceship Command auf 3. Es gibt hier noch Advanced Spaceship Command, brauchen wir große Schiffe. Ja, Panzerung. Mit. Wieso haben wir als Kaldari Panzerung geskillt? Müssten eigentlich Schild Skill haben. Na egal, und vor allem haben wir auch noch keine Raketentürme. Danke WhatsApp. Nicht WhatsApp, Facebook. So, hier ist der Brief. Also Inventar. Da haben wir noch nichts drin. Weder im Schiffshangar, doch unsere Kapsel. Gegenstandshangar ist auch noch nichts drin. Da haben wir hier Personen und Zeug suchen. Nachrichten. Haben wir noch keine bekommen. Schiffsausrüstung. Man sieht hier Energiespeicher. Das ist das, was bei Amar-Leuten relativ niedrig ist. Man hat dann hier High-Slots, Mid-Slots und Low-Slots. Hier kommen Rigs rein. Das erkläre ich eigentlich später beim Fitten von unserem ersten Schiff. Hier ist der Markt. Regionaler Markt. Allerdings, oh, ist in The Forge gespawnt? Gut. Also man geht hin auf Region. Da findet man hier meistens mehr. Zum Beispiel wäre es dann unser nächster Anlaufpunkt wäre für Skills. Lenkwaffen zum Beispiel. Nicht Auto-Targeting. Nein, Light Missile zum Beispiel. Klickst du hier drauf. Voraussetzung. Missile Launcher. Operation Level 2. Darauf. Man kann hier alles verbinden und verklicken und Beschreibung. Gehst auf Marktdetails anzeigen. Station für 20.000. ISK. Interstellare Credits. Oder isländische Kronen. Also das Spiel, die Entwickler sitzen in Island. Ja, wie gesagt, hier. Das hier ist halt so das, was wir brauchen. Wir werden uns, glaube ich, erstmal keinen kaufen, weil unser Geldbeutel sagt nein. Wir haben 5000 Interstellare Credits und das dauert eine Weile, bis wir hier was bekommen. Ansonsten, kurze Aufzählung, was ich vorhabe. Mein Plan ist es erstmal ein bisschen zu skillen und so weiter. Dann möchte ich mir eine Standardfregatte Kaldari, eine Kestrel zusammenbauen. Dieses hübsche Schiff hier. Ja, man kann hier alles anklicken und so und ist fast auch alles dargestellt. Sie ist nur auf Raketen ausgelegt und damit werde ich erstmal ein paar Missionen fliegen, um Geld reinzubekommen. Ansonsten wird es noch eine Heron geben, als Zweitschiff zum Scannen, zum Ausscannen von bestimmten. In klassischen MMOs wären das Instanzen, hier sind das Sites, also Anomalien und so weiter. Ja. Dann, ich denke mal, alle würden gerne mal irgendein Riesenschiff sehen. Haben wir zum Beispiel Dreadnoughts, Galente, eine Moros. Ist etwas größer. Nicht gerade das schönste Schiff. Ja, wie gesagt, hier Galente Dreadnought 3,2 Kilometer lang. Wenn man einen Vergleich nimmt. Fregatte, Kaldari und auf die Kestrel geht. Wie lang ist die? 103 Meter. Das ist ein Riesenunterschied. Ich glaube, das längste. Ah, hat gar keine Titans hier. Wir hätten zum Beispiel auf einem Hauptcharakter besitze ich. What? Ach, Frachter, Moment. Trägerschiffe. Galente. So eine besitze ich. Ist ein nettes Schiffchen. Allerdings, wie gesagt, 1,4 Milliarden, 1,5 Milliarden, 1,6 sind ganz nett. Wir werden hier erstmal in diesem Fregattenbereich bleiben. Fregatten, Zerstörer und Kreuzer. Das bleibt so unser Zeug. Shuttles eventuell mal. Kaldari Shuttle sieht so aus. 44 Meter lang. Ist relativ klein, aber schnell. Nimmt man zum Reisen. Hat fast keine. Hat überhaupt keine Feuerkraft. Ja. Wie gesagt, das ist so unser Zeug, was wir erstmal brauchen. Allerdings, bevor wir sowas anfangen, machen wir erstmal die ganzen Missionen. Und jetzt laber ich schon wieder viel zu lange. Damit wir hier nicht leer laufen, werde ich gleich meinen Skill reinpacken. Auch 20 Stunden. Kaldari Fregatte auf Level 3. So, damit wir keine Spielzeit verwenden. 5 Minuten fährt er runter. So. Das ist ein super Timing, dann mache ich nach der Downtime weiter. In diesem Sinne,
dürfte eine Folge geben. Haut rein, Leute. Bis zum nächsten Mal. Wir sehen uns und danke fürs Zuschauen.